50-36-48-8 ist die einzig betriebsfähige Dampflok des SEM Chemnitz, welche ab dem 1. November 2023 ausfallen wird. In diesem Video betrachten wir die Geschichte dieser legendären Lok. Alles begann am 21.02.1941. An diesem Tag wird 50-967, welche die Fabriknummer 2332 erhält, von Krupp Essen an die DRG, also die Deutsche Reichsbahngesellschaft, ausgeliefert. Die Endabnahme erfolgte am 24.02.1941 im RAW Schwerte, welche erfolgreich war. Die ersten Kleinstationen waren das BW Emden und das BW Hildesheim 1941 und 1942. Von 1942 bis 1945 war sie im BW Selze stationiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren weitere Stationen von 1946 bis 1947 das BW Frankfurt-Oder, von 1947 bis 1954 das BW Magdeburg, von 1954 bis 1959 das BW Halberstadt und von 1959 bis 1961 das RAW Stendal. Danach wurde sie in Eberswalde als streckentaugliche Heizlok eingesetzt. In dieser Zeit legte 50-967 über 2 Millionen Kilometer im schweren Zugdienst zurück. Es folgte im Jahr 1961 die Rekonstruktion und der Nummerntausch von 50-967 zu der heutigen 50-36-48-8. Nach der Rekonstruktion wurde 50-36-48-8 von 1961 bis 1974 in Eisleben stationiert. Die Rückkehr nach Magdeburg und die L6 im RAW Meiningen geschah in dem Zeitraum von 1974 bis 1978. In den letzten Dienstjahren von 1982 bis 1993 wurde 50-36-48-8 nach Eberswalde zurückversetzt. In diesem BW endete ihr erstes Leben vor der Rekonstruktion und auch ihr zweites Leben wird hier enden. Am 24.12.1991 war es dann soweit. Die 50-36-48-8 wird Z-gestellt. Die Z-Stellung bedeutet, dass nicht benötigte Fahrzeuge abgestellt werden. Die Ausmusterung geschah dann am 18.01.1993. Zuerst kaufte die Royal Gaststätten GmbH die Lokomotive, trat jedoch im Herbst 1994 von allen Kaufoptionen zurück. Schließlich wurde sie von dem Prenzbahner Museumsverein übernommen. Jedoch am 16. Dezember 1994 an den heutigen Besitzer des SEM Chemnitz weitergegeben.
Nach einer erneuten Aufarbeitung absolvierte sie 1997 erfolgreich die Kesseldruckprobe und die Lastenfahrt. Ihr erster Einsatz im Museumsdienst war vom 15. bis 17.10.1999 auf der Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Verkehrsmuseum Nürnberg. Jedoch lief bereits im Jahr 2009 die Kesselfrist der 5C3648-8 ab. Die Lok wurde erneut aufgearbeitet und ist seit Ende August 2015 wieder betriebsfähig. Danach nahm die 50er an den IGE Winterrundfahrten 2017 und an dem Dresdner Dampfloktreffen im selbigen Jahr teil. Am 6. Juli 2019 lief noch einmal die Kesselfrist ab. Und nach notwendigen Arbeiten am Kessel konnte bereits wieder zum Heizhausfest 2019 die 50er dem Publikum präsentiert werden. Bis heute ist sie in ganz Sachsen unterwegs und erfreut groß und klein, wenn sie vorbeifährt. Jedoch werden wir auf die 50er in der nächsten Zeit verzichten müssen, da eine große Untersuchung ansteht, die HU. Wenn die 5C3648-8 diese absolviert, kann sie weitere 8 Jahre durch das schöne Deutschland dampfen. Jedoch ist eine solche Untersuchung sehr teuer und kann nur durch Spenden und Fördermittel finanziert werden. Das war's jetzt mit dem Video, doch nicht mit der 5C3648, die wir hoffentlich bald wiedersehen werden.